Apfel. Ups. Salah. Dirt. Tun wir mal hier hin. Und nehmen das Ganze mal auf. Oh, das ist kein Dirt, das ist Redwood. Gut. Dann bauen wir das Ganze mal wieder zu, denn hier soll ja schließlich unser Haus draufstehen. Es wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Und einmal hier ein bisschen aufräumen. So. So, ja. Das kommt hier auch noch weg. Das brauche ich nicht. Was immer das auch ist. Und jetzt ziehen wir einmal hier so eine Redstone oder so eine Lagerhalle hoch. Wo wir am Ende auch hier an der Seite dann die Query laufen lassen können. Ah. Boah. Ja, es ist jetzt natürlich schön. Erstmal was essen. Dass hier drumherum nichts ist. So. Weiter. Und das Bauen ist ja natürlich besonders anspruchsvoll, deshalb rede ich dabei sehr wenig, was das Ganze umso spannender macht. Vielleicht mache ich ja auch diesen Zombie-Mod wieder an, sobald ich passend ausgerüstet bin. Denn das wollte ich auch unbedingt. Halt, das habe ich mir auf die Liste geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich die so einfügen werde, wie ich es gesagt habe, aber ich versuche auf jeden Fall alles auf der Liste halt nachzubauen. Und wie viele Stunden wir jetzt dafür brauchen, das weiß ich wirklich selber nicht. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon 2 Stunden brauchen, um unser eigenes Haus zu bauen, dann kann das schon ziemlich lange dauern. Ich würde sagen, diese Höhe und höher brauchen wir es nicht. Jetzt hier einfach mal Schlussstrich ziehen. Ja. Ach, wir haben ja gar keine mehr. Weil die ja kaputt ist. Fällt mir ja wieder ein. So. Reparieren wir gleich, wenn wir wieder im Dorf sind, um unsere Sachen zu holen. Sage ich jetzt einfach mal. So, ich glaube nicht, dass wir damit
auskommen werden. Das ist. Oh, doch. Super. Und wir haben sogar noch genügend für. Nein, haben wir gar nicht. 4. 5. Ach, hier ist auch noch ein Stack. Gut, dann haben wir noch genügend für Kisten. Und eine Tür. Und ein Crafting Table. Obwohl wir den ja eigentlich nicht brauchen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie viel schöner. Tür sollte man selbstverständlich auch nehmen. Ja, perfekt rum. So, jetzt wir haben ja, Torches haben wir auch noch dabei. Dann leuchten wir uns in diesem Raum erstmal aus. Ich muss sagen, man kann hier riesen Glück haben, dass die Sachen nicht alles abfackeln. Der Boden, der wird nachher auch schön gemacht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Jetzt wird einmal. Ach ja, stimmt, wie wär's, wenn wir vorher ein paar Kisten machen? Mehrere. So. Und diese Kisten dann mal hier hinstellen. Und da unsere Zeug reintun. Alles, was wir nicht brauchen. Ich muss das nachher mal aussortieren, denn ich weiß noch nicht ganz genau, was man braucht und was nicht. Zum Beispiel, wofür man Cobblestone muss ich mitnehmen. Das weiß ich jetzt, um das Ding zu reparieren. Das Bett, das kommt genau in die Mitte, damit man nicht sagen kann, es sind zu viele Monster nebenbei. Entschuldigung, aber ich check mal gerade wieder die Uhr. Wir haben noch eine halbe Stunde. Gut, da sind ein paar Spinnen. Das ist ja nicht schlimm, denn die machen uns ja jetzt im Moment nichts. Komm zu mir, Zombie. Schade. Oh, bist vor meinen Augen gestorben. Er hat ordentlich Mitleid verdient. Haha. Wow! Hey! Boah, hat er mich erschreckt. Nicht nochmal. Ja. Die nehme ich mal mit. Gut, dass man die mitnehmen kann. Das Ding kommt da rein und wird mit. So. Repariert. Schön, jetzt habe ich das auch. Und ich kann mit der Axt das auch viel schneller abbauen. Wie schön. Ja. Jetzt habe ich natürlich die Sachen alle dabei. Crafting Table. Chests kann man immer gebrauchen. Also ich muss wohl ein paar Mal hin und her laufen. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir auch dieses. Oh! Das haben wir zum Beispiel nicht. Schaufel haben wir, Schaufel haben wir. Haben wir. Haben wir. Schaufelhead, ja. Knife. Haben wir nicht, aber hier haben wir mehrere von den Sword Blades. Brauche ich nicht unbedingt. Die Knife brauche ich. So. Crossbar. Ne, sonst war es das alles.
Oh, guck mal, was wir hier noch haben. Schön. Wieso ist direkt daneben eigentlich immer. So, ja. Hier geht's auch nur hoch. Gut. Dann räumen wir jetzt mal unsere Bude aus. Und zwar erstmal mit Öfen und so weiter. Und hier oben mit den Teilen. Okay, das war's. Und holen uns mal Essen. Und zwar Möhrchen. Denn die sind ja sehr gesund. So. Wo bin ich gerade hingelaufen? Da hinten. Da mache ich mir jetzt noch einen Punkt mit der Minimap. Und dann gucken wir mal, was da rauskommen wird. So. Genau, ich würde sagen,